Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Ja, wir sind hier immer noch in unserem Pleite-Krankenhaus. Ah, die Leute wollen schon wieder befördert werden. Aber ich habe Geld gekriegt für Weiterbildungen. Na, geben wir mir mal nicht ganz so viel Geld hier. So. Ja, wie gehen wir als nächstes vor? Mal gucken, wenn die da fertig sind mit ihrer Weiterbildung, müssen wir eigentlich gleich die nächsten losjagen und dann gucken, dass wir interne Schulungen kriegen, dass wir nämlich dafür Geld kriegen und es nicht nur kostet. Und dann muss ich zusehen, dass ich eine Farbtherapie gebaut kriege. Ja, zack, wieder Minus. So, da haben auf jeden Fall einige schon mal ordentlich was erlernt. Und ich habe 8 Ruf gekriegt. Ja, das kriegen wir hin mit 3 Patienten. Immer noch im Minus. War jetzt der Psychiater wieder da? Können wir hier irgendwas noch von den Patienten vielleicht weiterschicken? Kann zur Behandlung, kann zur Behandlung, zur Behandlung. Keine Ahnung, Gesundheit kritisch. Den stecken wir mal ganz nach vorne. Gut, der Rest wartet auf das erste Gespräch im Arzt, so wie es aussieht. Aha. Deluxe-Endleuchter 3. Und damit haben wir den ersten Stern geholt. Das war die mal alle schön. Ah, geht, nee, geht auch noch nicht. Na, dann lass wir die mal durchbehandeln quasi. Wonderful music reminds me of my Oh, können wir hier irgendwie vielleicht die Hausmeister noch and listen to songs one after the other. Well, never mind. Let's listen to some more songs. Ja, das kriegen wir hin. War jetzt nur einer, aber okay. Na, das gab doch Knete. Jetzt sind wir auch ein Plus, das ist gut. Glaube, ich werde noch eine Psychiatrie bauen. Beziehungsweise diese hier kopieren. Bis dahin kopieren? Nee. Aber da kann ich sie kopieren. Gut, dann ist da ein sehr schmaler Raum hinten noch. Aber das können wir zum Personalzimmer machen. Machen wir mal hier noch einen Personalraum hin. Aus dem Zimmer. So.
uns links noch rein, dann heizt den Heizkörper noch dazu. Kaltenspender und einen Trinkbrunnen. Und fertig. Okay. Nee, das wollen wir uns nicht angucken. Das ist eh mal das gleiche. Befördern und ja, Psychiatrie. Und da noch eine Bank hin. Da auch. Da stehen schon Getränkeautomaten oder vielmehr Süßigkeitenautomaten. Das ist gut. Mal hier einen Abfalleimer hin. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Hausmeister. Können wir gleich mal upgraden. Haben wir mal einen Feuerlöscher noch auf dem Gang. Desinfektionsdingen. Das mit Heizung. Ja, brauchen wir hier auch. Machen wir das so. Überhaupt zwei Psychiater, wir stellen mal noch einen ein, wenn da gerade einer ist. Ne, ist keiner. Ah, ich muss sie selber weiterbilden, ne? Das ist natürlich cool, dass ich... kriege ich hier irgendwo die Patienten angezeigt mit Notfall? Was müssen die sein? Schicken wir mal eine Schlange nach vorne. Sollten jetzt die Notfälle auf jeden Fall bevorzugt behandelt werden. Hoffe ich. Oh, die Heilung hat nicht funktioniert. Und dann wollen wir mal gucken. Psychiater. Ja, da müssen wir wohl einen noch bezahlen. Muss mal drei noch dazu, dass da immer einer ist. Zum Glück kriegen wir ja die 5000 pro Teilnehmer wieder, nur die 10.000 für den Typen, der jetzt kommt, den müssen wir bezahlen. Und ich müsste mal wieder was forschen, weil die nächste Aufgabe ist Forschungspunkte. Upgrades, ja, gehen wir mal ins Upgrade-Spritzenhaus. Gut, was haben wir hier? Ja, die Herausforderung nehmen wir mal ran. Wir müssen ja eh 50 Patienten heilen für die Herausforderung. Ja, die Heilung hat funktioniert, das ist gut. Wie sieht denn das knetemäßig aus? 68.000 Gewinn. So langsam läuft es jetzt wieder. Wollen wir das mal noch mal kopieren hier? Ist das hier hin? Ne, ein zu lang. Bauen wir mal per Hand neu. Das ist ein Cardio gewesen. Da brauchen wir einen Wandmonitor. Arzneischrank. Die sich auch richtig schön auspowern können hier. Eine Waage kommt noch rein. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen. Dann brauchen wir einen Feuerlöscher. Wichtig, Feuerlöscher. Falls das mal brennt, dass der einen zur Hand hat.
Ich meine den Heizkörper, okay. So. Den Goldstern, den holen wir uns mal. Da hat nämlich der liebe Fetzen mir einen Tipp gegeben, dass das am meisten bringt. Das testen wir doch mal aus. Hat er recht. Ah, so kriegt man hier dann ganz einfach auf 5. Das ist auch gut. So. Wie sieht's denn jetzt mit Heizung aus? Ja, wir können hier hinten noch eine hinstellen. Ja, damit ist das auch fertig. Müssen wir uns den nächsten Raum holen hier. Wenn wir noch was brauchen. Sieht's denn mal aus mit der... Ist der Psychiater jetzt hier fertig? Ja, ist fertig. Aber die machen jetzt wahrscheinlich erstmal Pause, die vom Lehrgang kommen. Oder? Ja, da ist noch... Nein, nee, da ist keiner drin. Ah ja, da scheint ein Doktor zu kommen. Das hier müsste doch ein Psychiater sein. Ja. 2 von 7, na super. Reiche jetzt einmal für Zirkustherapie. Ja, das kriegen wir auch hin. Dann gehen wir, greifen wir doch nochmal auf die Goldsterne zurück. Zack. Haben wir die Aufgabe auch erfüllt? Ja, wir haben ja 2, Mister. Ich weiß, dass da eine Warteschlange vor ist, aber kann ich gerade nicht ändern. Muss er abarbeiten. Können wir hier noch was aufwerten? Das nicht. Das Ding können wir upgraden. Da geht nichts abzugraden. Das Teil können wir upgraden. Den können wir upgraden. Der kann auch gleich mal gewartet werden. Ist auf 2. Was ist hier mit? Ist auf 2. Ja. Und die schicken wir nach Hause. Das haben wir fertig. Nach Hause schicken und ja. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? 10.000. Na, ich glaube, da machen wir noch ein paar Weiterbildungen. Mal wieder bezahlen, ne? Muss man denn nicht bezahlen? Gucken wir noch mal, wen bilden wir denn mal weiter? Diagnostik 2. Kann der lernen? Ausbildungstraining. Ja. Ausdauertraining. Dann kriegen die mal einmal jetzt alle in Ausdauertraining reingedrückt. Da kriegen wir nämlich nochmal ordentlich Knete für. We're coming up to the top of the hour, which, if you ask me, is the very best part of the hour. I know, some of you will say, but Ricky, what about the bottom of the hour? And you'd be right. So. Was ist das? 30.000? Was ist 50.000? Wir nehmen dann erstmal, glaube ich, das hier dazu. Für 30.000.
Ja, das machen wir jetzt auch. Nee, möchten wir noch nicht haben. Machen wir gleich das Spritzenhaus. Die Warteschlange vor der Psychiatrie ist immer noch so lang. Oh, wir brauchen mal noch einen Assistenten hier, oder was? Oder wie? Damit die Warteschlange hier auch nicht so lang ist. Gut. Leider ist die Folge schon wieder zu Ende. Ich sehe das gerade hier, meine Bimmel leuchtet. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, schönen Tag. Ciao, ciao.